Hallo zusammen, wir sind in der Lehre als Dachdecker. Und wir zeigen euch heute unseren Alltag. Das ist ein sehr, sehr spannender Beruf. Und man ist immer draußen. Und vor allen Dingen ist man auch körperlich aktiv. Das heisst, man bleibt fit und kann Muskeln aufbauen. Solche Sachen. Und man lernt extrem viel, was man vorher eigentlich gar nicht gedacht hat. Mir macht es am meisten stolz, wenn man am Schluss sieht, dass man dem Kunden konnte ein neues Dach machen, das wasserdicht ist und schön aussieht. Und man dann am Schluss sieht, was man selber gemacht hat. Ein schöner Moment war, als ich halt das erste Mal auf einem Dach war. Und zwar von Anfang an bis Schluss. Da hast du wirklich alles gesehen. Und dann am Schluss hast du einfach das fertige Dach gesehen. Und hast so gewusst, du hast dort mitgearbeitet. Da war ich halt mega stolz. Also das Wichtigste ist, dass man schwindelfrei ist. Man sollte einfach Freude daran haben und Motivation. Dann kannst du eigentlich alles lernen. Das Schöne im Dachdeckerberuf ist eigentlich, dass wir immer viel zu machen haben und auch sehr unterschiedlich. Und die Arbeit geht sicher nie aus. Jetzt habt ihr ein bisschen unseren Alltag gesehen. Also, wenn es euch interessiert, können wir doch schnuppern. Wenn auch du hoch raus willst, dann lehr Dachdecker oder Dachdeckerin.